Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu Let's Play Transport Fever Numero Folge Numero umgekehrt 34. Wir haben eine Güterzuglinie gebaut, wo mehr Weizen, also noch mehr Weizen und Holz in Richtung der Chemiefabrik transportieren. Zumindest erstmal zum Umschlagplatz vom Hafen. Ich habe das auch mitbekommen, dass wir die Schiffe irgendwie nicht in das Depot, das Schiffsdepot zurückschicken können. Obwohl das Schiff genau daneben war. Ich weiß nicht warum. Vielleicht wisst ihr es ja. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand das in den letzten Kommentaren geschrieben hat. Ich weiß es ja nicht. Ich nehme gerade noch auf im Voraus. Ich habe hier diese übelst geilen Stahlbrücken gebaut. Und diese übelst geilen Stahlbrücken, die haben ja eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometer. Und diese 120 Stundenkilometer haben wir jetzt noch nicht. Aber später. Deswegen habe ich sie gebaut. Weil aufrüsten kann man die Brücken nicht und wenn, dann kostet es im Endeffekt mehr als man bezahlt. So, dort hinten ist das Schiff. Ich glaube, wir sind eher am Hafen, wie das Schiff dort hinten am Hafen ist. So, jetzt geht es nämlich wieder bergab. Hab das extra so ein bisschen wieder bergab, bergauf gebaut. So, dass man dann nochmal einen Schwung holen kann. Schaut da vorne zumindest wie so achterbahnmäßig aus. Da geht's gleich steil bergab. So schaut das dort aus. Ich lasse mich überraschen. Da hat man ja dann einen Premium-Überblick übers Tal. Und ich glaube, wenn der so lange unterwegs ist, können wir sogar noch mehr transportieren. Weil ich überlege mir nämlich da, den noch länger zu machen, den Zug. Na? Über die Kuppe, jetzt geht's nur noch bergab. Das Problem dann auch Rückzug, es geht nur noch bergauf. Guckt euch das Schiff an. Das Schiff biegt gerade erst ab. Und wir sind schon fast am Bahnhof. Heißt, wir sind schneller als der, als ihr, ne, die 23 Minuten, die die zwei Schiffe brauchen. Auch eine wunderbare Aussicht. Über unsere zweite Brücke. Hier ist eine scharfe Kante. Und eine weiche. Da hört man es doch auch fietschen, glaube ich. Ja, jetzt hört man es. Fietschen. Und ganz leise hört man das. Dort hinten ist unser Zentralkopfbahnhof hier, was die Chemie anbelangt. Und da gehen wir mal raus aus der Perspektive, gucken uns den so an. Neue Abteilwagen sind verfügbar. So. Und gucken wir mal, was hier ankommt. Geh dazu auch mal hier hin und gucken auf alle Fälle, wie viel der jetzt einbringt, weil das ist ja richtig viel, was der jetzt hier einbringt. Der bringt viel an.
Da überlege ich mir die Strecke. Da überlege ich gerade wirklich die Strecke zu verbreitern. Weil guck mal, wir haben 4 Millionen. Komm, lass machen. Aber nach der Brücke, ja. Das ist nicht so teuer. Weil ich will mal ganz kurz schauen, wie viel hinten wartet. Ja, Bretter 20, auch schon über 20 und es werden auch noch über 40 werden. Und da ist die zweite Linie wahrscheinlich, also was heißt die zweite Linie, der zweite Zug doch effizienter. Und da können wir mehr abtransportieren, auch wenn das jetzt im Großen und Ganzen mehr kostet erstmal. Können wir da mehr transportieren und da kommt auch die Kunststofffabrik. Die Kunststofffabrik, die Warenfabrik in Schwung. Warte mal, nee. Vor der Brücke müssen wir nochmal eine Weiche reinsetzen. Oh hier. Sägewerk. Ich soll mehr abtransportieren. Details. Ja. Zack. Das geht so nicht. Machen wir es so. Jetzt funktioniert's. Einsame Spitze. Zack. Die haben ja schon angedeutet, genau. Das geht ja wirklich nicht. Auch nicht möglich. Hier so möglich. Bauen wir gleich noch ein paar Weichen drauf. Zack. 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 Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Und er quält sich gerade auch, ne? Er fährt 50. Fährt seine 50. Ja, können wir so lassen. Hallo, hallo. Jetzt auch einen langen Berg runter. Ja. Machen wir mal so.
So. So. Korrekt. So, jetzt kümmern wir uns mal um dich. Den Zug verlängern, sagst du? Können wir gerne tun. Züge kaufen. Zack. Wir müssen denselben nehmen. So, 4. Wenn wir 10 nehmen, sind 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alle zuweisen, zack. Müsste jetzt auch rausfahren. So. Genau, den haben wir hier. Können wir erstmal hier oben wegmachen. Darum kümmern wir uns mal gerade. Kümmern wir uns gerade. Finde ich super, wie das funktioniert. Hier müssen auch mehr Einheiten abtransportiert werden. Und da wir hier hinten nur Chemiefabrik einstehen haben und hier hinten das automatisch stehen haben, was es ist, was geliefert wird, beziehungsweise was hier drauf liegt, brauchen wir das nicht mehr hinten mit dran schreiben. Das war der Plan. Genau, und hier kommt jetzt noch das hin. Und wo ist der andere Zug? Ach, die fahren dann gerade vorbei. Super. Sehen wir uns in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Ciao, ciao, bis dann. Euer Tagessus.